Hey Leute, bitte hier und willkommen zum Let's Play von Bioshock Infinite, Part Nummer 23. Da oben ist ein Waffenautomat und hier ist eine Bar und wir gehen da rein. Hallo? Da sind Gestalten. Oh shit! Okay. Und Ziel schießen. Ah, ich wollte den Quickscopen. Hat aber nicht geklappt. Alter, shit, was ist denn los mit mir? Kurz eine Pause gemacht. Bin ich nicht getroffen? Oh shit, Michi, was ist los? Das war eben gerade ungewohnt. Ich musste mich erstmal entschuldigen für diesen komischen Anfang. Ich wollte irgendwie cool wirken, aber da hat nichts geklappt. Egal, gucken wir erstmal. Ich habe da unten was blinken sehen. Ah, ein Lockpick, Alter. Was ist das? Was denn? Das sind Kerzen, meine Liebe. Ausrüstung, gucken wir mal. Feuervogel, beim Sprung von einer Skyline verbrennen Feinde in der Nähe. Alter! Was habe ich bisher an? Verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schilds um eine Sekunde, erhöht die Wiederaufladerate von Schilden um 2. Ich benutze gern Skyline-Angriffe. Verbrennen Feinde, das ist doch geil, Alter. Das nehme ich. Okay. Gut. Verkaufsautomat. Wollen wir uns irgendwas kaufen? Einen Boost wieder? Vielleicht für... Ich benutze ja gerne noch eine Maschinenpistole. Könnte man auch mal machen. Rückstoß um 50%. Warum nicht? Ich habe die ja jetzt gerade. Aber naja. Das Nachladen des Revolvers. Ah, das machen wir jetzt. Komm. Wir haben das Cash. Yeah. Gut, nur die Munition haben wir nicht mehr so gut. Okay, hier war einer am Strullern. Einer hat in den Kommentar geschrieben, ich soll mal eine Toilette benutzen. Das mache ich jetzt. Okay. Das hätten wir. Ein Kinetoskop. Oh nein. Munition, Panzerfaust. Eine Pistole, aber ich möchte nur mein Geld haben und den Silberbarren. Boah, da war aber einer am Scheißen, Alter. Guckt euch das an. Hier sind Fliegen. Kartoffel essen. Das ist doch keine Kartoffel, oder? Eine Kartoffel, klar. Wollt ihr mich verarschen, Mann? Toilette benutzen. Spül das runter. Oh, ist das eklig. Auch wenn es eine Kartoffel ist. Oh. Vielleicht schreiben sie es ja um. Vielleicht ist das gar keine Kartoffel. Egal, ein Kinetoskop. Vielleicht ist das auch was anderes. Egal, Kinetoskop. Das Wort des Propheten präsentiert. Scheiße. Ah, das sind die beiden. Kolumbias größte Wissenschaftlerin stellt ihren Zwillingsbruder vor. Auch er ist Physiker. Ein weiteres Genie. Wer wusste, dass sie Verwandtschaft hat? Ende. Boah, das ist... Diese Filme bereichern mein Wissen. Wollen wir uns auch irgendwas gönnen hier? Nein, rauchen, rauchen ist nicht gesund. So. Gerückt halten. Schrotflinte. Okay, her damit. Was ist das hier? Oh, die Tür ist zu. Schade. So, ich hab's ausgemacht. So, Salz kann man immer gebrauchen. Alter, hier kann man sich schön besaufen. Aber erstmal Geld wieder zu uns nehmen. Oh, da war noch was. Ja, geil, noch mehr Geld. Okay, Elizabeth, du bist im Weg. Wir gehen hier raus. Waffenautomat wird mir gleich vorgeschlagen. Wieso? Was ist da? Können wir nicht weiter, da brennt aber was, glaube ich. So, holen wir mal diesen Sog hier wieder her. Tanz mit dem Mann! Immer! Na komm, ruf das Bein! Booker, Fireman! Dauert noch ein wenig! Booker, hier! Okay. Munition, hier! Na dann? Aber klar! Es geht wieder los. Okay. So ein Feuermensch da.
Dann nehmen wir mal Strom. Ja, nehmen wir das mal. Oh, was für ein Jump. Oh, shit. Oh. Alles klar. Das hat ja sogar gut geklappt. Kaum Schaden angenommen. Okay. Alter, es gibt hier so viel zu entdecken. Ich liebe das. Wo sollen wir jetzt genau hin? Ach, hier ist Öl gewesen. Schade, das habe ich zu spät gesehen. Geschlossen, Zutritt verboten. Ei, ei, ei. Ich soll da hoch, okay. Aber erstmal erkunden. Wie immer, im Mülleimer suchen. Es gibt Geld, das ist gut. Hier, für die Kasse. Oh ja. Wie findest du das eigentlich immer? Danke dir. Wie findest du sowas immer? Warte, da ist doch irgendwas hier gezeigt die ganze Zeit. Ach so, Leiche durchsuchen, okay. Das nennen Sie eine Knarre. Das ist keine Knarre. Doch, das ist eine Knarre, die ich habe. Sogar eine recht starke. Egal, weiter geht's. Oh nein. Oh yeah. Weiter hoch mit uns. Wollen wir demnächst mal. Warte, das lassen wir mal. Ladung. Du Scheiße. Oh, er hat mich entdeckt. Hey, es geht wieder los. Ja, das merke ich schon. Was ist da drüben? Medizinkits. Tesla-Transformator, her damit. Mach. Schon dabei. Bam. Moment. Okay, noch ein Transformator. Oh, shit. Runter mit uns. Schild ist im Arsch. Okay. Noch ein Transformator, da drüben ist Deckung für uns. Geil, nice. Oh, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Ladung. Nachgedacht, nachgedacht. Da drüben sind die Gegner. Egal, brechen wir es ab. Okay, das hat geklappt. Zwei Gegner, her mit ihnen. Und sie werden elektrisiert. Geil. Bis auf ihn. Schade. Okay. Okay, okay. Es ist eigentlich nur noch dieser Tesla, dieser Tesla, sag ich. Der Patriot. Okay, okay, okay. Los geht's. Her damit. Danke. Bam! So sieht's aus. Oh yeah. Fireman, Fireman auch noch. Oh, scheiße.
Mach! Schon dabei! Unsere Sache ist gerade! Alle soll brennen! Oh shit! Okay, weg hier! Und hoch mit uns! Oh nein! Yeah! Okay. Wer hat noch nicht? Ich brenne. Was ist das? Deckung. Da ist noch einer. Moment. So, wir wollen den hierher haben bei uns. So sieht's aus. Alter, das war gut. Das hat geklappt. Gatling Gun. Mach das erstmal dahin. Und jetzt hauen wir jede Munition auf diesen Typen. Kann ich ihn eigentlich auch zu mir hinziehen? Tatsächlich. Oh shit. Oh, ich wollte nachladen, Süße. Oh yeah. Funktioniert Bockener Bronco überhaupt an ihm? Nein. Aber egal. Oh yeah. Ne, Gatling Gun, gib die mal her. So. Alter, da war ganz schön wieder was los. Medizinkits brauche ich nicht, ich bräuchte eigentlich mehr Salze jetzt. Können wir da hochgehen, aber was ist da oben? Was ist da oben? Wie komme ich da hin? Da ist ein Greifhaken. Ah, nice. Hoch mit uns. Muss kurz ohne mich gehen. Yep. Alter, habt ihr das gesehen? Feuer. Repetierer. Du musst kurz ohne mich gehen. Was machst du hier oben? Das wollte ich gar nicht, dass du hierher kommst. Naja, egal. Wow, habt ihr den Jump gesehen? Sie kann das auch. Sie hat's drauf. Okay, dann gucken wir uns erstmal hier um. Ja, was wir hier durchmachen, ey. Oh Gott, ey. Oh, euch durchsuchen. Ich weiß, das ist nicht gerade ehrenvoll, aber ich hab's leider nötig. Oh ja. Danke. Ich danke dir. Haarnadel. Okay. Bitte sehr. Okay, hier wird mir gleich eine Deckung vorgeschlagen. Da drüben ein Frachthaken. Ein relativ lineares Level nach vorne. Okay. Ein Sniper-Typ, ne? Ja. Okay. Ich bin schon gewundert. Ein Schuss und mein Schild war weg. Das darf doch nicht sein. Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Das sind Einbahnstraßen, sagst du? Ja, warum nicht? Aber erstmal zum Frachthaken, der da oben ist. Aber klar. Und greifen. Und runter. Yeah. Immer schön alles durchsuchen. Oh, wow. So, wollen wir mal irgendwas verbessern? Nein, noch nicht. Ich spare mein Geld mal. Mehr Geld. Echt? Wo bist du? Egal, gleich kannst du es mir ja geben. Okay. Okay, ich glaube, hier mehr ist hier nicht. Dann gehen wir erstmal unten in den Buchladen. Wow. Danke. Danke. Du kannst gut werfen, ey. Gut, kann nicht mal ich werfen. So, Revolver ist schon voll. Vielleicht könnten wir eine Magazinvergrößerung machen, aber das geht, glaube ich, nicht. So, hier ist der Dollarbill.
Da ist er schon wieder. Ob wir irgendeine Fähigkeit verbessern wollen? Oh nee, er gibt mir hier nichts an. Brauche ich irgendwie... Nein, ein bisschen Leben, das ist noch alles im guten Bereich. Ein Pick benötigt, süß. Können wir einen Teddybär mitnehmen für dich? Wie wär's? Geschafft. Okay. Ein Voxophon. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zum Lutessriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Aha, ein Fenster, das uns ermöglichen könnte, zusammen zu sein. Und eine Pistole ist da. Ich wollte eben gerade die Zeitung lesen, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich da so hingeguckt habe. Was ist da? Das ist doch was anderes. Ah, ja. Gut, eine Ausrüstung wieder. Was ist das? Umarmung des Vampirs. Nahkampfkills verleihen Gesundheit. Töten, um zu leben. Das ist ja nicht das gleiche hier, ne? Das ist so ähnlich. Vergleich verbergen. Nahkampfkills verleihen Gesundheit. Exekution. Ich muss zugeben, ich mache nicht so viele. Deswegen probiere ich mal das hier aus. Oh ja. Naja. Gut, wir können noch weiter runtergehen. Es gibt wohl noch mehr zu entdecken hier. In dieser Bibliothek. Und wir sehen... Wer hat das gesagt? Hi! Ups. Ach, egal. Gut, ein bisschen Nahkampf. Warum nicht? Warum wolltet ihr denn hier runter? Das war euer Fehler. Ein Präzisionsgewehr, ein Voxophon. Sally! Der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen. Aber... Aber? Es geht nicht. Okay, dann hätten wir die Bibliothek abgesucht, kann man sagen. Und wir gehen dann weiter. Oh, hi. Das werdet ihr auch nicht überleben. Wer will? Wer, oh, ihr wollt noch. Moment, ich will erstmal eine Fähigkeit nehmen. Und wo nehmen wir die? Bam! Das ist mein Frachthaken. Da ist er. Ich will nämlich eine Attacke ausprobieren. Hoch mit uns. Schade, der ist schon tot. Schade, ich wollte nämlich... Komm, stell dich hier irgendwie hier unten hin. Schade. Naja. Gut, nach diesem kleinen Zusammentreffen werde ich erstmal hier mit diesem Part beenden. Ich bedanke mich nur fürs Zusehen und ja Leute, ich bin Zichi und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao!